So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im Jahre 2011 und zugleich auch zum ersten App-Review in diesem neuen Jahr. Und zwar heute zu A Monster Ate My Homework. Und das ist noch gar nicht so lange raus, das Spiel. Und auch relativ unbekannt. Ich habe es durch Zufall entdeckt und habe gedacht, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und habe es mir mal gekauft im Voraus. Die App kostet 79 Cent. Und ja, wir befinden uns hier auch schon im Hauptmenü. Da gibt es drei Buttons. Einmal den Play-Button, dann Achievements und Leaderboard. Also es unterstützt Game Center. Finde ich toll, finde ich bei jeder App toll. Gibt es bei mir gerade irgendwie innerlich schon so einen Bonuspunkt, weil ich einfach Erfolge mag und Leaderboards sind auch toll. Ich bin zwar da nie irgendwie in den Top 10 oder sowas, aber ich finde es einfach trotzdem ein nettes Feature. Ja, was mich ein bisschen stört, sind die etwas langen Ladezeiten, wie ihr hier schon seht. Und zwar kommt das ein paar Mal. Ich schalte mal hier ein bisschen leiser. Lassen wir es so. Okay, wir sehen hier die verschiedenen Zonen. Es gibt bisher drei Stück und die Entwickler versprechen, dass es mindestens noch eine Zone 4 per Update geben wird. Und ich bin bisher noch in Zone 1, in Zone 2 und 3 kommen dann noch andere Sachen dazu. Hier so Bomben habe ich schon im Trailer gesehen. Den gibt es nämlich auch auf YouTube. Und Zone 1 steht hier habe ich 33 von 6, von 60 Sternen und bin ein guter Schüler, wie ich es hier lesen konnte. Und so, ich muss einfach jetzt hier drauf tippen. Und jetzt kommt schon wieder so eine Wartezeit. Ich glaube nicht ganz so lang. Aber trotzdem, so, jetzt seht ihr hier die verschiedenen Level und seht die grünen, da habe ich schon alle Sterne. Und bei den anderen habe ich entweder nur ein oder zwei Sterne. Und bei dem hier unten habe ich noch gar nichts probiert. Und deswegen klicke ich das an. Und jetzt gibt es schon wieder eine Ladezeit und das finde ich einfach irgendwie doof. Ja. Gut, also, was seht ihr hier? Ihr seht hier so Blöcke, ein bisschen wie bei Tobble, auf einem Karton. Und dann seht ihr noch so Bücherstapel und diese Bücherstapel sind die Hausaufgaben. Das Spiel heißt ja Monster Ate My Homework. Und ihr müsst jetzt mit Bällen, ich weiß gerade gar nicht, welche Bälle das waren. Ich zeige es euch einfach mal. Ja, das sind so, keine Ahnung, sehen ein bisschen aus wie, naja, Tennisbälle sind es nicht. Also es sind Bälle und jetzt müsst ihr einfach diese Monster hier abschießen. Und wenn ihr das, was ich gerade gemacht habe, dann verliert ihr eine Hausaufgabe und das heißt, ich kann jetzt nur noch zwei Sterne maximal kriegen. Es dürfen einfach nicht die Sachen, Hausaufgaben oder auch die Äpfel, die gibt es auch gerne mal, dürfen einfach nicht runterfliegen, sonst gibt es einen Sternabzug. Ja, versuche ich den hier oben mal. Ach Gott, das war ebenfalls nicht gut. Das heißt, ich kann jetzt maximal noch einen Stern kriegen. Ihr könnt euch auch hier so frei bewegen, von dem ihr hier so nach rechts oder links wischt. Und ich muss jetzt versuchen, immerhin noch einen Stern zu kriegen. Bälle habt ihr unendlich. Zumindest in Zone 1. In den anderen glaube ich es aber auch, dass es so ist. So. Finde ich teilweise ein bisschen schade. Hätte man vielleicht mit. Ah, nein, nein, nicht abrutschen. Ich habe noch nie ein Level verloren. Naja. Ich habe jetzt verloren, ich mache es einfach nochmal. Zum ersten Mal und ausgerechnet dann, wenn ich euch diese App zeige. Das ist wieder der Vorführeffekt. Ich habe ansonsten noch nie wiederholen müssen ein Level. Naja, so. Diese Monster ziehen halt auch dann immer verschiedene Fratzen und so. Und das Spiel ist sehr lustig gemacht, finde ich. So halt wie Tobble. Und das finde ich gut. So, jetzt versuche ich nochmal den hier. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. Mal gucken, nun den grünen da. So. Also, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass man dann auch auswählen kann, ob zum Beispiel die Munition, also die Bälle, begrenzt sind. Das wäre auch noch ein nettes Feature gewesen. Vielleicht wird das ja auch noch nachträglich eingebaut, denn ja,
Bälle sind, wie gesagt, nicht begrenzt und das ist dann leicht. Und jetzt, wenn es mal nicht so blöd läuft wie vorhin, dann kann man auch sehr leicht eigentlich 3 Sterne schaffen. Gut, dann um die nächste Zone freizuschalten, braucht man immer so und so viel Gesamtsterne. Ich habe zurzeit 33 und man braucht für die nächste Zone 60. Also jetzt habe ich mittlerweile 36, weil die Sterne vom letzten Match... Ja, so, da oben ist jetzt ein Ball und das ein Apfel und das lief jetzt ungeschickt. So, das lief besser. Und so, es gibt halt wirklich hier keine Begrenzung. Ja, das ist das Spiel eigentlich und kostet 79 Cent und ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel. Ich finde es lustig, gut und schnell zum Zwischendurchspielen, bis auf die Ladesequenzen. Die finde ich nicht so toll, da die immer wieder kommen. Ja, also kurz hier so zwischen den Levels, wenn man dann auf Next klickt und so weiter, dann geht's. Was jetzt kommt, was ich euch gleich kann ich nochmal zeigen. Next. Diese Ladesequenz ist jetzt nicht so lang. Die ist vollkommen in Ordnung. Oh, hier ein ordentlicher Turm. Aber halt, die anderen im Menü sind relativ heavy, ja. Gut, aber wollen wir jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist das Spiel und ich kann es auf jeden Fall empfehlen für 79 Cent. Es gibt auch eine Christmas Edition. Die ist sogar kostenlos. Ich hoffe, die gibt es noch. Also neulich gab es heute, oder neulich, als ich das Spiel gekauft habe, und mal das, gab es die noch. Die ist kostenlos und gleiches Spielprinzip, nur mit Weihnachtstheme und so weiter und ein paar weniger Levels. So ähnlich wie bei Cut the Rope. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, und das App zu testen. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr mögt, die Vollversion holen, die ich nur empfehlen kann. Gut, das wär's. Bis zu meinem nächsten Video und ciao.